Denn am Ende, glaube ich, müssen schon wir Grüne klar machen, wir machen Politik halt nicht, weil wir Dinge gut wissen und auch nicht, weil wir sie besser wissen. Sie haben ja recht, wenn Sie sagen, es ist ein bisschen populistisch sozusagen, einfach den Zusammenhang zwischen Migration und den treckerfahrenden Bauern herzustellen. Haben Sie ja prinzipiell recht. Nur die Leute machen das natürlich so und die Leute verstehen es nicht, weil es für sie auch ganz konkret ist. Was? Also die Bauern sind wütend, weil ihnen die Steuern erhöht werden sollen. Die Bauern, die profitieren ja auch vielfach von Migration. Also ich meine, wo kommen die billigen Saisonarbeitskräfte häufig? Ja, eher aus Osteuropa. Wenn die nicht mehr hierher migrieren könnten, dann hätten viele Bauern wohl auch ein Problem. Die Bauern demonstrieren doch gar nicht gegen Migration. Die Bauern demonstrieren gegen die Steuererhöhungen. Zumal viele Probleme, die wir durch Migration aus anderen Weltregionen außerhalb der EU haben, die treten ja vor allem in den Städten auf. Das heißt, eher nicht da, wo die Bauern wohnen. Also da ja, Manns vermischt hier zwei Dinge, die wenig miteinander zu tun haben. Konkret ist, sitzen Sie manchmal zusammen und reden über so Projekte, die in den letzten Wochen auch öffentlich geworden sind? Ich war fasziniert davon, dass wir 300 Millionen für Radwege und Busse in Peru ausgeben. Das stimmt ja offenkundig. Das finde ich interessant. Und darüber können wir sogar... Also ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ob Deutschland Radwege und Busse in Peru bezahlen muss, aber das ist... Echt, ist das der Posten, worüber wir uns jetzt beschweren? Also, dass wir 8 Milliarden an ein korruptes Regime in der Ukraine zahlen und davon einen Stellvertreterkrieg am Laufen halten, der dafür sorgt, dass wir hier noch mehr Flüchtlinge bekommen, dass wir noch mehr Menschen aufnehmen müssen. Das wird, also, ist auch so schön, welche Richtung hier gefahren wird. Also, wie gesagt, weiß ich jetzt, also Peru, das ist, soweit ich weiß, so ein mittelreiches Schwellenland. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt westliche Entwicklungshilfe nötig hat. Das bräuchte wahrscheinlich einfach eine andere Wirtschaftspolitik. Müsste ich mir jetzt die genauen Kennzahlen von Peru angucken. Sturmhaube, die Zahl. Woher hast du die Schlüsse, die mal bitte genau auf, die du da gerade schreibst? Also meines Wissens nach trägt der Entwicklungshilfe im Etat ungefähr 10 Milliarden, wenn ich mich recht entsinne. Da müsste ich noch mal gucken. Gar noch reden. Wir geben aber auch zum Beispiel 600.000 Euro aus für die Stärkung von Toleranz in Indonesien. Ich glaube, stimmt das? Die konkrete Zahl kenne ich nicht, aber 600.000. Wenn Sie ganz viel von der Entwicklungshilfe sind Bestechungsgelder an lokale Eliten. Also wenn da so seltsame Namen draufstehen, dann will man sich damit wohl sein Genderabzeichen oder sein Burgabzeichen verdienen oder was auch immer. Aber viel von den Geldern, was in solche Projekte fließt, davon machen sich dann lokale Eliten die Taschen voll. Also das wäre, glaube ich, der Punkt, den man eher mal en Detail kritisieren sollte. Vorlesen würde ich Ihnen gerne mal vertrauen. Wir geben 6 Millionen aus für 6 Millionen für Umweltschutz in Albanien. Wir geben 260.000 Euro für kleine Kakaobauern in Afrika aus. Finde ich gut. Wir geben 10 Millionen für Waldbewirtschaftung im Kongo-Becken aus. Auch okay. 500.000 Euro für die Förderung, Achtung, positiver Maskulinität in Ruanda. Können Sie sich sowas vorstellen? Ich kann mir das vorstellen, aber ich finde, das, was Sie gerade unterstellen, ist, wenn wir was für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben, dann ist das verlorenes Geld, dann ist das Geld, das wir hier rausgeworfen haben. Darum geht es nicht. Es geht um die Frage, ob Sie verstehen, dass man... Das Geld ist nicht verloren. Da stecken sich dann da lokale Akteure die eigenen Taschen und machen dann Politik im Interesse des europäischen Kapitals. Also, ich weiß nicht, ob Ricarda Lang das gleich so ehrlich sagen wird. Wahrscheinlich nicht. Aber ja... Dass man da irgendwelche schönen Labels draufklatscht und jetzt mit diesem Woke-Wahn, der ja immer mehr um sich greift, hat überall Woke-Labels draufklatscht, das mag sein. Menschen sowas dann lesen, dass sie sagen, was machen die da eigentlich? Das ist ja deutsches Steuergeld. Ja, vor allem das in Konkurrenz zu China, wo Xi Jinping mit seiner Seidenstraßeninitiative eigentlich viel mehr Geld dahin schickt, aber auch viel mehr Geld rausholt und letztendlich diese Länder es ihm viel mehr danken, weil er halt irgendwie da die Straßen gebaut werden und Öl. Ja, China ermöglicht den Ländern eigenständige Entwicklung. China gibt den Kredit, davon bauen die dann Infrastruktur und wenn die Kredite zurückzahlen, kriegen sie mehr Kredite. Also das ist genau das, was der IWF beispielsweise nicht macht. Der IWF gibt diesen Ländern einen Kredit, davon können sie dann ihre Schulden an der Wall Street bezahlen. Und müssen dann irgendwelche neoliberalen Sparauflagen umsetzen. Also der IWF macht sich quasi zum Diktator über die gesamte Wirtschaftspolitik für die nächsten Jahrzehnte von vielen armen Ländern. China sagt den Ländern, okay, macht mit dem Geld, was ihr wollt, wenn ihr damit gut umgeht, ihr neuen Kredit zu noch günstigeren Konditionen. Also China verhält sich wie ein, ja, fast wie ein privater Kreditgeber, der aber eben wesentlich langfristiger denkt.
Also China handelt wirklich langfristig im nationalen Interesse. Der Westen, also der IWF handelt auch im Interesse des westlichen Kapitals, aber das ist gegenüber den Ländern wesentlich feindseliger, als was die chinesische Regierung da gerade macht.